Die Krise stinkt Thüringen, 50 Jahre, wenn man das nicht ansieht. Und jetzt die erste Gruppe natürlich, 1A, der Peter Karl-Heinz, der Bezirksfeuerwehrinspektor. Ich meine, dem muss man schon sagen, wenn der Bezirksfeuerwehrinspektor zu Thüringen als erste Gruppe geht, den hat das etwas zum Sagen, weil den ist es wichtig. Den können Sie, dass es heiß wird zu Thüringen. Ja, Krisenstinker auch! 18 Mitglieder haben die Krisenstinker. Davon 5 Damen, 13 Männer. Die Damen, muss man ganz klar sagen, fallen hier ganz besonders auf. Sie haben ein neues Häs gekriegt. Sie haben jetzt auch Frack und Zylinder. Ja, Frauen vom Krisenstinker im neuen schönen Häs. Krisenstinker auch! Hinten auch ein kleines Präsidium. Vom Verband Vorarlberger Vaterzünfte und Gilden, die Präsidentin, die Barbara Resser in der Mitte, links von ihr der Ronald Rittenberger, ein alter Bezirkshelferrat, und rechts der Fasnacht-Ratsvorsitzende, der Ehrensohn Stefan Omid dabei, und dann haben wir noch den Landeshelferrat vom Bezirk Ludens, der Richard. Also der Verband mit dabei und unterstützt die Krisenstinker. Den haben wir, der Willi Müller als Willi, du bist Spitzenführer. Hinter haben wir die großen Krisenstinker. Die Weigauer Bundesuni. Der hat seinen Vize geschickt, der Roland Köfler. Der Roland Köfler natürlich, das ist ein Spezieller, das ist ein Negerpfleger, gell? Ein Schwarzer. Dann haben wir die Ludersche Bürgermeisterin, die Alexandra Schalek, die ist auch ein Stück weiter. Sie ist im OP zuständig und schaut auf die Innereihe, dass alles passt. Also die Pflegenotstand in Thüringen, der Krankenpflegeverein, wird ja halbtägig anstellen, weil den ganzen Tag können sie nicht den Türger Windeln wechseln, das Fütteln putzen und was weiß ich was alles, oder? Ja. Also, es ist das Wichtigste, sie haben die Probleme, die psychischer Art sind, alle drei haben im Gemeindeamt Sprechstunden. Ob das für die Gesundheit ist oder sonst ein Problem, die Gemeindeoberhäuptermann ist möglich. Der Konzept Martin hat natürlich gesehen, er hat Blutessstunden. Das ganze Jahr Luther Nahrung um sich herum, den darf er nicht noch bei meinem Faschingsumzug umgehen und mitgehen. Er darf also, wie gesehen, einen Tag narrenfrei das Blutessstunden hocken bleiben und wahrscheinlich irgendwo im Stall, dass man Pferd Hütten putzen oder so. Ja, jetzt kommt schon wieder eine freudige Gruppe. Die gehen da schön hin und her mit der Nummer 4, der Kindergarten Thüringen. Tierisch gut natürlich. Alle sind sie tolle Mäschkerle, als tolle Tierle. Und man hat hier den Umzug, nicht vergessen, extra vom alten Kindergarten, schon dort eingemacht, wo der neue Kindergarten ist, damit sie schon wissen, wo denn der Weg geht, oder? Und die Tierle,
die müssen den neuen Stall finden. Also, und dann haben wir die Verantwortliche, die ist Anne Schmechtl, ist die Chefin vom Kindergarten. Und alle Kindergarten, früher haben wir gesehen, Taten, jetzt sind es Pädagogen, oder? Also Pädagogen, oder? Also die Dürger Kindergarten, alle farbenfroh im Gleichschritt. Schöne, wie ein langer, schöner Wurm. Ganz bei uns da beim Fasnetumzug mit richtige Freude, Kinder, eine Gruppe, wo man einfach mögen muss. Der Dürger Kindergarten, alle sind sie dabei. Danach geht's weiter, die Volksschule Thüringen. Da ist die fantastischen Farben. Die Farben, man sieht es, die vier Farben. Der Direktor ist der Martin Baumann. Die vier Farben sieht man ganz klar. Vorne gelb, in der Mitte grün, dann rot und hinten blau. Man muss natürlich dazu sagen, das klingt, als wenn Deutscher tut, das ist fast eine Ampel. Rot, grün, gelb und dann hinten die blaue. Aber der grüne Mann hat schon gesungen, die Männer sind als Baby schon blau. Also sind sie auch in der Volksschule Zürich ein paar blau. Die Volksschule Thüringen mit der Nummer 5 und dem Direktor Martin Baumann. Und danach kommt noch der nächste Baumann. Das ist der Wolfgang Baumann. Das ist der Kapellmeister, Stabführer vom Musikverein Blumenig. Die Co-Produktion Musikverein Blumenig, Musikverein Thüringen, Musik für Harmonie, Musik für Ludisch und die Bürgermusik. Und das Leben der Sport. Alle sind sehr sportlich, bei uns da in Zürich. Und nicht vergessen, der Musikantenfasching am nächsten Samstag in der Bildschulhalle. Musikantenfasching und das Motto. Alles ist Sport, ist Leben der Sport. Man sieht natürlich, dass die alle sportlich sind und laufen schön brav. Am Kapellmeister hinten nahe. Dann kommt die nächste Gruppe, der Campus Bludesch. Wenn ich da richtig bin, kommt man zu Bludesch bis ins hohe Alter in Kindergarten. Da wundert es mich nicht, dass die alle haben müssen einmal irgendwo in den Kindergarten, wenn man so lange in den Kindergarten geht. Das sind die Schnecker, Schnecker, ho! Wir sind Sonnenkinder. Alle sonnig, alle sind froh. Alle sind bei uns da in Zürich, der Campus Bludesch, das macht auch bei der Kleinkindbetreuung und geht bis in den Kindergarten. Und wenn man sieht, die Gruppe bis ins Erwachsenenalter, bis ins hohe Alter, darf man zum Bludesch in den Kindergarten gehen. Das ist natürlich nicht überall normal, aber zum Bludesch ist es so, dass alle dürfen in den Kindergarten. Darum muss auch Zürich einen größeren Kindergarten bauen, weil dort jetzt die Alten auch noch hinwollen. Bludesch bei uns in der Wirke Pflegeheim, die gehen in den Kindergarten und sonst müssen sie sich hier auf Bludesch. Ja, also die Sonnenkinder von Bludesch. Die Ansprechperson ist die Anja Susan Dietze, die macht es gut, die hat den ganzen Bludescher im Griff. Alle sind sie schön, alle sind sie gelb, alle bringen sie die Sonne mit. Und das kann man laut sagen, die Sonne haben wir heute wirklich zum 50-Jahr-Jubiläum der Faschingsgilde Kreiseschinker Thüringen gepachtet, hätte ich bald gesehen, reserviert. Sie sind da und viel schöner kann das Wetter nicht mehr werden. Man sieht jetzt schon die nächste Gruppe, auch bekannt. Und man sieht hier, die haben auch wieder ein Jubiläum. Nicht nur viele andere wie Kreiseschinker, die 50 wären. Die Paddy, die sind 10 Jahre älter, die waren 60 Jahre. Die Pfadfinder in Thüringen. Nicht vergessen, sie haben am 7. bis zum 14.7. ein Schaulager. Was genau ist, weiß ich nicht. Aber die machen den auch wieder. Schaulager da du. Ein Schaulager bei uns im Dorf. Und die Paddy in Thüringen sind natürlich großartig. Die sind Allrounder. Die haben eine gehörige Kuh dabei. Die haben ein Königs. Thank you.
Bägele dabei, wo man isst, wo man trinken kann. Und der Didi ist da der große Oberpfadi und der Chef ist der Gregor Verschauner. Und natürlich ein Dankeschön, weil Pfadi dann auch nach dem Umzug die Straße Zürich aufräumen und sauber macht. Darf man nicht vergessen. Das heißt, machen ihr weniger Sauerei, wenn Pfadi dann noch weniger aufräumen. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Ihr könnt die Pfadi unterstützen, nicht nur die Pfadfinder jeden Tag eine gute Tat, sondern auch wenn ihr da weniger Sauerei machen, machen die auch gute Tat. Wenn Pfadi weniger bückt, kann sie weniger rücken weh. Die nächste Gruppe, Vorsicht, Vorsicht. Wieder so ein hundsalter Verein, 140 Jahre, Ortsfeuerwehr, Thüringen, die Freiwillige Feuerwehr. Das heißt, der Weber Andreas muss dazu sagen, dass es mehr Feuerwehrmänner gibt. Das heißt, die Feuerwehrmänner müssen schauen, dass etwas neu kommt. Nicht nur bei den Krisenstinker, sind auch bei den Feuerwehren jetzt Frauen dabei. Und bei den Frauen natürlich, wenn die Feuerwehrler tüchtig sind, dann könnte es auch mal Nachwuchs gehen. Da gibt es so heiße Phasen, ein bisschen tschakka, tschakka, tschakka. Und in ein paar Monaten haben sie neue Feuerwehrler, junge Feuerwehrler, die da mitmachen. Und dass es natürlich keinen Notstand gibt in Thüringen bei der Feuerwehr. Der Feuerwehr natürlich auch noch ein herzliches Dankeschön fürs Absperren von der Straße und für den Branddienst. Und jetzt natürlich auch, dass die Körige mal einen Roh abgeben. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Der nächste Verein ist der FC Thüringen. Und wie man natürlich mit den Fußballern weiß, die sind natürlich auch Sportler. Ich meine, sie gewinnen nicht immer, aber sie spielen immer. Sie tun jetzt mit Zuckerle, tun sie da in eine Tore hinschiessen. Der FC Thüringen, alles machbar beim Nachbar. Mit dem neuen Trainingsplatz sieht man auch, nicht mit der Welche, nicht mehr neu, aber dass sie das gut machen. Wir Ösis sind so offenbar die neue Fußballnation in der ganzen Welt. Dabei muss ich sagen, sind die Handballer beim letzten Turnier Europameisterschaft weitergekommen als wir die österreichischen Fußballer. Darum, der FC Thüringen soll dazu schauen, dass es weitergeht und Fußball natürlich ein Volkssport bleibt. Nur mit Stiegelbier, da geht die Stiege nach oben. Aber ob es oben oder nachher zum Fußball ist, wissen wir nicht. Weil wir zwar, sagen wir, im Oberland, da trinkt man Frasterbier und Vorenburger. Aber da sieht man wieder gut, dass die Fußballer nicht sind, wenn sie Stiegelbier saufen. Die sollen mal ein gescheites Bier trinken. Ja. Die Zuständigen beim FC Thüringen ist die Rachel Wittmer und der Obmann, der Berno Wittmer. Also, jetzt sind sie im Interview machen. Die wissen selber nicht, was sie wollen. Auf jeden Fall, die Sportler in unserem Dorf sind Fußballer. Und da müssen wir schauen, dass sie wieder ein bisschen auf Vordermann kommen. Und schön, dass sie bei unserem Umzug teilnehmen, dass sie mit dabei sind. Und dass sie da natürlich einen tollen Beitrag leisten als Ortsverein. Ja, die nächste, wieder ein Verein, der ein Jubiläum hat. Das sind die Funkenzunft Thüringen und die sind auch schon 60 Jahre. Thüringer Funkenzunft, dann auf Flamme hoch! Dann auf Flamme hoch! Dann auf Flamme hoch! Nicht vergessen, am 17. Februar, am Wochenende nach dem Basching, da haben wir drinnen wieder am üblichen Platz Funken abbrennen. Und natürlich Thüringer Funkenzunft, 60 Jahre. Man sieht schon, die sind 10 Jahre älter, aber schauen mindestens zu der Krisenstinker 10 Jahre jünger aus. Gell? Also man sieht schon, die Funkenzunft Thüringen, dann auf Flamme hoch, dann auf Flamme hoch. Und der Gerd Schan, der geht hinter wie Mikro, Bägele nach, hat ein paar Zuckerle dabei. Er ist froh, wenn er heute muss, im König irgendwie eine Reparatur machen oder im Notdienst. Irgendein verstopfter Hanam riecht oder ein Abfluss. Der Gerd ist der Beste. Er schoppert alles weg. Dafür hat er das tolle Kerl in der Welt und unter ihnen Könige Rotzanger. Ja, also, dann auf Flamme hoch. Die Funke zum Thüringen. Und jetzt sehen wir schon wieder die Flaschner-Scheller. Die
vielmal grüßt dich. Wir sehen dann wieder durch Storm. Die Frastenzeller ist so ein Traditionsverein. Wir organisieren seinen Riesfahrradplatz und dabei sind denn die Althirten und die Althirten auf Brautschau. Gründungsjahr ist 1997 gewesen. Einer flaschen Scheller. Wir schellen dann wieder bis da durch den Dorf. Jedes Jahr gleich, alle noch nicht im Friseur sind. Schauen Sie, es wird verwitziger. Nehmen gerne ein paar Frauen auf den Arm oder auf die Schulter, nicht auf die leichte Schulter. Und den Scheller nehmen wir durch den Dorf. Die flaschen Scheller. Ganz gut, als wir das Galpe bei uns auf der Alpa, Schellerland hier durch Zürich durch. Was jetzt schon? Rasten haben einfach ein Scheller. Die einen haben die Scheller mit den Bieren und die anderen haben die Scheller um ein Leben mit und dann bei uns Zürich durch den Tag. Dann haben wir noch ein paar. Wir kommen mit der Nummer 13 in eine reine Glücksnummer und Glückszahl. Es ist Narakara von Inzing. Schneewittchen, Schneewittchen, Zwerg, Zwerg, Zwerg. Da sind ein paar Schneewittchen dabei. Das Motto steht schon, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Gell? Die Nenziger sind auch bei uns wieder gern gesehen. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Bei uns da auf Zürich im Umzug. Und jetzt die benachbarten Freunde von Ludisch. Das sind die Reberschwänz. Juri, Juri, Reberschwänz. Juri, Juri, Reberschwänz. Juri, Juri, Reberschwänz. Nicht vergessen, der Roman Walser ist der Roman. Die nächste Veranstaltung ist der Ludescher Fastnachtumzug am Samstag, am 3. Februar. Und grüße Stinker gehen um. Und man muss da natürlich dazu sagen, wie man weiß. Ludescher sind Schnecken, Bürger Krise stinken und Ludesch haben sie ein anderes Problem. Die Gemeinde, wo zwei Frauen an der Spitze haben, also eine Bürgermeisterin und eine Vizebürgermeisterin, die kann man jetzt nicht ändern. Es sind halt Reber, Schwänz. Es nützt nichts. Also, Ludescher, Reber, Schwänz, bei uns da in Zürich und am nächsten Samstag beim Umzug zu Ludesch oder Reber, Schwänz, ungegendert. Reberschwänz. Die Nummer 15 haben wir schon dahinter. Die Narakara-Tür von Altenstadt. Wieder eine tolle Gruppe, farbenfroh. Kommen von Altenstadt zu uns hier. Sind die Narakara-Tür. Und das Motto ist die Monster AG. Bei uns da Zürich, Narakara-Tür von Altenstadt. Altenstadt wäre nicht was. Das ist ein Teil von der Stadt Feldkirch und die finden da zu uns hier. Wahrscheinlich haben sie Nebeldutzer, darum kann sie auf Zürich gehen, in den schönen Walgau und gehen beim Umzug. Jetzt glaube ich, geht es wieder weiter. Wir haben da eine kleine Störung gehabt. Ja, also jetzt verschoben wir wieder an der Narakara-Tür, Monster von Altenstadt, Narakara-Tür, Altenstadt, bis dort Zürich. Schön, dass ihr da seid. Bravo! Die nächste Gruppe, die kann aus dem Bezirk Feldkirch. Die Krise Haka, Krise Haka, 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 Haka. Wollen wir ganz klar sagen. Du, die, oh, jetzt kommt noch die erste Hilfe. Also auf Schnüffner, zum Wohl. Also das grüße Wasser kann man trinken. Das funktioniert schon. Trinken klar auf eurem Bar. Nein, das weiter geht nicht. Ich muss noch schwitzen. Wo sind diejenigen, die schnappen? Jetzt hoffentlich hört man mich wieder.
mittlerweile ein neues Mikrofon kriegt mit einem gelben Aufsatz. Natürlich, jetzt muss ich anständig reden, wenn ich keinen schwarzen Bolle mehr habe. Weil mit der Schwarz ist er so Zeug. Ja, jetzt haben wir einen gelben Bolle. Jetzt reden wir weiter. Also, nicht vergessen, die Schnüffel ist draußen, gell? Der Martin Nikolaus ist der Chef. Im heurigen Jahr macht als König mit der Schnüffel, gell? Hat jeden Monat eine Aufgabe, die König durch einen Fasching zu begleiten. Und am passenden Dienstag der Umzug von der Kräse Haken, der Kräse Haken Umzug, Schnüffel ist draußen. Natürlich mit dem Service, mit der Schnäpse, das machen sie großartig. Kräse Haken von Schnüffel ist. Passiert schon. Toller Fresser. Toller Fresser von Koblach. Sie büßt da. Ja, toller Fresser, sie den ganzen X-Bonus Team. Die machen da aus dem Dorf Sachen, wo man brauchen kann. Passiert schon vorne nicht. Der erste in seinen Holzschuhen hat toller gestochen. Ihr führt jetzt da aus dem Dorf durch. Ja, toller Fresser. Toller, toller. Mit dem Krankenpflegeverein Thüringen. Nicole von der Hauskrankenpflege macht es mit ihrem Mann, mit Christoph. Also hat jemand ein dringendes Bedürfnis, dass er einen Jägermeister braucht oder etwas trinken oder das Einfallen hat, dann ist er wieder Nicole genau am richtigen Ort. Die machen das am besten. Der Nun- und zum Unbeatmung macht nur Nicole, die Mühlen von Christoph nicht fürchten. Ja, da kommt jetzt schon wieder die nächste Gruppe. Natürlich, bekannt natürlich, schon an ihrem Fest. Die sind aus unserem schönen Nachbardorf. Von Bitz weiter oben. Biere, Biere, Mehl! Biere, Biere, Mehl! Biere, Biere, Mehl! Also Nützige natürlich, die kann man alle anschauen. Sind alle frisch, sind alle gesund, sind alle Putztüchter. Man sieht schon, die sind einfach zwei. Die Nützinger, nicht vergessen, am passenden Dienstag, Nützinger, der große Umzug durch das Zentrum von Nützeders. Und wie man weiß, am letzten Oktober oder im September haben sie ein Oktoberfest gehabt. Da sind alle Putznötter gewesen. Die haben es genossen, da oben die Nützinger. Die tun auch unter einem Jahr etwas. Nicht nur wie die faulen Krisenstinker, 50 Jahre alt, nur einmal im Jahr einen Umzug machen. Oder also, Nützinger, Biere, Biere, Mehl! Biere, Biere, Mehl! Biere, Biere, Mehl! Die kann man machen lassen. Also, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder oder heute ein Oktoberfest Nützinger gibt, oder? Nicht da? Sind wir wieder hochfuhle Hund? Dann haben wir etwas, oder? Sag mir noch einmal, oder? Also in zwei Jahren. Das machen wir halt ein Adventsinger. Das wäre auch mal schön. Wenn Nützinger am Adventsinger machen, dann kann man ja auch trinken und suchen, oder? Also, Biere, Biere, Mehl, bis an Zürich, bitte das so. Jetzt haben wir da Fandanz aufgehalten, gell? Funke zum Fandanz natürlich. Auch wieder die wichtigste im Unterfuhr. Sie haben bis zu uns rausgefunden. Jöri, Jöri, ho! Jöri, Jöri, ho! Jöri, Jöri, ho! Die Fandanzer, Funkenzumpf, die Ritter vom Balkenstiel. Man sieht schon, da kommt man an, ganz fürchter. Und der Obmann ist der VVF Fasnerdraht, der Markus Pfefferkorn. Wo ist er? Der vorne steht er, der Oberritter, oder? Und haben am letzten Wochenende schon den Umzug veranstaltet. Mund auf 100 ist im Frühjahr. Weil da rein mal schauen, wenn der Tourismus lebt und der Verkehr lebt und mehr oder weniger nichts los ist, die machen die den Umzug. Weil in der Faschingszeit sind die Straßen im Mund auf alle verschoben. Da können sie auch keinen Umzug machen. Also die Fandanzer, muss man sagen, die Ritter vom Balkenstiel. Schön, dass ihr bei uns da sind. Bitte so und ihr dürft wiederkommen. Aber der Fasching ist nicht vorbei. Da kommt wieder die Nächste. Die Nächste sind, die kommt wieder vom anderen Bezirk. Die sind die Schließer. Jagdberg, Nara, blau, blau, blau. Schließer, Mann, wow, wow, wow. Alle Jagdberg, Nara. Die sind die, die vom
die, die man im Jagdberg nicht mehr aufgenommen hat, also die grössten Spitzbuben, die hat man bei uns da mehr oder weniger zum Umzug geschickt, den Jagdberg nennen. Wow, 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 Schliesser wählen. Blau, 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 wow, wow, wow. Jagdberg nennen von Schlies. Und die, die nicht recht gehabt haben, die haben noch ins Juppidetti hintun und die dürfen heute auch kommen. Die Jagdberg nennen von Schlies. Grüße Stinker, gehen die noch zum Schlüsselübergang auf Schlies und sehen, dass das passt. Und jetzt natürlich wieder eine Gruppe aus dem großen Walsertal. Vorne der Chef der Gruppe, der Katschitz Jürgen. Die sind die St. Gerolder. Bunkerdumpf St. Gerold. Hot, hot, weg vom Zug. Hot, hot, weg vom Zug. St. Gerolder sind natürlich ein völliger Hufe. Die machen der Bunker. Die machen der Bunker. Ja, die nächste Gruppe, hier sieht man schon, der Obst- und Gartenbauverein.
den Kampf mit dem Rechnung ein, die Wahl zum Kammerwerder. Also Kollege, die Bürger, die Schwarzmacher und auch gut für die nächste Guckermusik. Die Hit ist sauer, halber Grauer. Oh, holbi, holbi, holdi, holdi. Die Hit ist sauer, halber Grauer. Jetzt sind sie ganz still, also die Hit ist sauer. Schön, dass ihr da rausgefunden habt. Großartige Sache. Von heute ist auch bis da raus. Das ohne Navigationssystem. Das ist eine großartige Geschichte. Schön, dass ihr da sind. Ihr habt bis zu uns rausgefunden. Ich glaube, wir sind am weitesten angereist. Und muss ich sagen, von heute ist auch ein Wälder, kann nicht jeder sein. Aber bei uns auch herzlich willkommen. Die Hit ist sauer. Alperkracher. Bravo! Schön, dass ihr da seid. Was kann man der Wälder so sagen? Keep signing. Don Wittner, machen König Lärm, machen König Musik. Weil jeder ist einfach im Regen zur Wald, im Stand sind. So, da kommt wieder die nächste Gruppe. Wir sind bekannt natürlich, weil es Blutlatscher sind. Blutlatscher, Funke, Zunft, Jori, Jori, guter Blitz, Jori, Jori, guter Blitz, Jori, Jori, guter Blitz. Also, das sieht man schon, die Blutlatscher, die sind einfach in Ordnung. Ganz hinter, der Bellini Christian natürlich, der Oberjori, das ist der Zunftmeister. Und nicht vergessen, am Wasserzuntag, das Blutlatscher, der große Umzug, wo durch die ganze Alpenstadt durchgeht. Da geht's rund im Blutens. Jari, Jari, guter Blitz. Krise stinkt, glaube ich, an den Hof, Blutens. Also wenn ihr die Sachen wollt, könnt ihr auch dort noch einmal schauen. Und das muss man sagen, Blutenzer, die sind in Ordnung. Die kommen auch immer da hoch zu uns auf Tüllig und machen da mit. Also Blutenzer und die bauen, glaube ich, auch einen Funker. Also die kann man zu etwas brauchen. Jari, Jari, guter Blitz. Die Funke zum Blutens. Und den kommt wieder am Verein vom Mitte weg. Die Ländle Nara Torabira. Maschera, Maschera, Rololo. Maschera, Maschera, Rololo. Maschera, Maschera, Rololo. Die kommen mit Torabira da rauf. Die machen das gut. Das Motto steht da drauf. Rot, ich weiß nicht, was da rot ist. Ist ja eher grün. Aber noch das, dass die Bürgermeisterin, die Andrea Kaufmann, aufhört. Und sie denkt, schwarz ist über ihn, machen wir rot. Aha, jetzt dann auch zur richtigen Stellung. Maschera, Maschera, Rololo. Schießt der Hafer. Herr Klappmann. Jetzt schießt der Hafer. Also, in Hafer schießt er nicht in die Hose. Genau. Jetzt wieder eine ganz besondere Gruppe. Eine originelle Gruppe. Die Juppis Wasserfreunde. Vorne der Oberjuppi, der Peter Juffinger. Das ist natürlich die Juppis. Huga Habi. Huga Habi, Huga Hammer. Huga Habi. Der kann auch hauptsächlich, glaube ich, von Blutenz. Huga Habi. Also man sieht schon. Die hat man irgendwo ausgelaufen, wo es noch einen hohen Böhm gibt. Der kommt von der Böhmacher. Der Peter, der Juffinger, ist der Ober-Hugo-Habi. Hugo-Habi, jetzt wird da jemand.
irgendwo im Unterland drinnen ist. Also eine junge Gruppe, brave Teilnehmer, alle folgen Sie. Schön, dass Sie da sind. Und der Obmann ist der Jürgen Winter. Wo ist er denn, der Obmann? Ist er da? Nicht dabei? Wohl da, das ist der mit der Musik. Da zu Musik machen und die anderen dann Papa-Schäse zu. Das so soll es sein. Das ist Verjüngung im Buch. Gell? Das kommt, wenn man weniger Fernsehen schaut und ein Buch liest. Oder? Danach kommt man noch dazu. Also schön, dass Sie da sind, die Fassung zum Buch bei uns da. Beim Türger Fassung zu. Und schon wieder der Monat Winter. Wir sind hier wieder. Schön brav trommeln, nicht rausbringen, trommeln. Die Schatzmeisterin, die Ecker Angelika, wo ist sie denn mit dem im Wieler, gell? Also schön Trommler, brav Trommler, gell? Nicht stolpern, weil auf 90 ist der Weg weit und dort hat es Langschatten, dort sind die Böden eisig und sie trommeln da bei uns durch Direktor. Nenzinger, Burgnara, Ramschwager Burgnara, bei uns da, Zürich. Stierer, Stierer! Stierer, Stierer! Stierer, Stierer! Wenn man denkt, alle die, die viel Schatten haben, sind Stierer, wenn alle Sterne gesickelt sind. Bratzer zum Beispiel, die sind auch Stierer, die haben auch ein halbes Jahr Schatten da drin. Wird Nenzinger dort. Also, Stierer bei uns da, herzlich willkommen mit dem Trommelzug. Alle Trommeln im Gleichklang. Schön da durch Dürig. Nicht rausbringen lassen. Schierer, Schierer hoch. Da sieht man schon. Nenzinger, die Jugend, die hat alle schon Füße, die laufen. Und die nächste Gruppe, da kann jetzt Bürser, passt am Verein. Und da haben wir nicht alle. Sie haben zwar Füße, aber alle haben Pumperschäse dabei. Die können nicht laufen. Da sieht man, die Bürser wenn fruchtbarer Boden haben. Das heißt, da sind ein paar kleine Ohren gekommen, wo bei den Bürsern Hexer, Bürle und Teufel und Peterstein mitgehen. Und natürlich die Jugend auch dabei. So, jetzt geht's wieder, die Nase putzen müssen. So sie, oder? Also, Krota, Krota! Quack, quack, quack! Krota, Krota! Quack, quack, quack! Krota, Krota! Quack, quack, quack! Also, die Bürger von dem Verein, Hexer mit Bürli und Dübel von Peterstein, Burgfräulein, Burgherren von Schloss Rosenegg. Also das Burgfräulein, was eine fruchtbare Zeit gehabt mit den Schäßern dabei. Der Obmann ist der Null Florian und der Umzug im Bürz ist am Fasching Samstag. Natürlich kann Krisenstinker auf, wenn die Bürzer auch angehen. Also muss ich sagen, die Bürzer, die Hexer, muss ich sagen, ja, ich habe mir eine Hexe ein bisschen interessanter, schöner vorgestellt, aber die oder die andere, gleich doch haben eine richtig eine Bürserin, ja genau. Schön, dass ihr da sind, lange Nase, oh viel Schatten im Jahr. Krota, Krota, quack, quack, quack. Die Burgherren und Burgfräulein vom Schloss Rosenegg. Und nicht vergessen, da hinten kommt glaube ich der Burgherr, der geht krumm, der wackelt. Der hat auch noch Schäse dabei. Also Bürser, Hexe, und Bürle und Tübel austrieben. Bei uns da
alle sind sie dabei, die ihren schönen Kostümer und die ihren Hexerlarven. Der Ronald Rittenberger natürlich auch ein alter Bürger. Geht natürlich auch mit da, wie der Bürger. Und vertritt natürlich die alte Garde der Bürger, damit man weiß, wo sie herkommen. Grote, grote, quack, quack, quack. So, und jetzt da kommt die Mühlebar, was eine Gruppe Normier. Oh, sehr farbenfroh. Ich wünsche, ich wünsche, Also, da muss man wieder sagen, Mühlebar kann man machen. Richtig farbenfroh. Jetzt kriegen wir etwas Süßes. Vielen Dank, hey. Doppelt süß. Gell? Also, da muss man schon sagen, die Mühlebar, das ist ein Teil von Donnerbier, wer es nicht weiß. Mühlebar natürlich, ich würde sagen, fast wichtiger wird die Stadt Donnerbier. Mühlebar, die kann man machen lassen. Es sind lauter bunte Vögel, wer sie nicht sehen hat. Mühlebar, lauter bunte Vögel, bei uns da. Ewitsche, Ewitsche, Die bunten Vögel von Donnerbier, vom Mühlebach. Da sieht man schon, die haben keine Mühen und Kosten gescheut. Und jetzt fliegen die Vögel Richtung Mittelschulhalle. Die Vögel fliegen aus vom Dorfplatz Richtung Schorlei. Mühlebach, bunte Vögel, farbenfroh ist immer gut. Von Orange, Rot, Gelb, Blau, Schwarz. Und die nächste Gruppe, das sind jetzt Schwarze. Die schrecklich nette Familie. Da muss man schon sagen, lauter Schwarze. Weil die Schwarzen einfach am absteigenden Ast sind, haben sie sich gedacht, wir in Zürich, da überleben die Schwarzen. Eine tolle Gruppe. Bravo, schön, dass ihr da sind. Die Schwarze Gruppe. Eine schrecklich nette Familie. Der Organisator ist der Joe Fritz. Da hinter, der Joe Fritz. Er muss wieder nichts anderes wie mit seinem Handy spielen. Hat nichts anderes zu tun, oder? Handy spielen, Musik machen. Oder der Kind hat was verbüten. Aber nein, die Schwarzen machen das. Eine super Gruppe. Bei uns aus Zürich, der Joe Fritz. Und die schrecklich nette Familie. So, und da kommt schon die nächste Gruppe. Die kommt wieder aus einem anderen Bezirk. SED, die Schlinzer Elite-Gruppe. Wie jeder sieht, Walt Disney. Walt Disney ist bekannt. In jeder von Märchen bis Traumfabrik. Walt Disney. Die Schlinzer Elite-Truppe, der Obmann ist der Felder René, Walt Disney, und das ist jetzt auch aktive Gruppe. Die machen unter einem Jahr noch ein Maibaumfest, gehen nicht nur beim Umzug mit und machen Fasching, sondern sind auch in Schlinz dabei, machen ein Maibaumfest, natürlich für alle, auch für Bürger und Bürger, die sind in Schlinz herzlich willkommen. Beim Maibaum und natürlich auch beim Schließerumzug mit der Schlüsselübergabe und so weiter. Schön, dass die Schließer da sind. Da sind. Walt Disney bei uns in Thüringen überliefert von der Schließer. Der Schließer macht es möglich, dass Amerika auf Thüringen kommt. Schlinzer Walt Disney! Bravo und auch wieder! Für einen Nachwuchs ist gesorgt! Papa Jesus sind jede Menge dabei! Da sieht man schon, in Schlinz kommt auch etwas weiter! Tschakka, tschakka, tschakka! Und die Nase sind ja Papa Jesus voller! Ja! Und die nächste Gruppe! Da sieht schon wieder! Montagsholi! Also,
Mund auf 100. Gucke Musik, Mund auf Scholli. Alle musikalisch, als der die richtige Note ein Tor und Winterspieler. So, genau, kommt die nächste Gruppe. Richard Winding ist der vorderste Bezirkshilferamt von Bludenz. Bravo! Heiler, heiler, hoch! Schön, dass ihr da seid. Sauberes Gefolge als Bezirkshilferamt. Ob der Ronald hierher braucht, oder? Das sieht man schon. Wer kann, der kann, oder? Schon richtig. Ein sauberes Gefolge als Bezirkshilferamt. Der Richard Winding. Heiler, heiler, hoch! Ja, man, das ist natürlich ganz schön auf unserer Straße von Zürich mit lauter jungen Damen. Zumindest einmal von mir aus gesehen, oder? Der Richard Witting wird es dann genauer sagen. Mal, alle jung, oder? Ja, ja, passt schon. Habe ich nicht alle gesehen, oder? Also, der Richard Witting mit seinen Heuler, Heuler hoch. Ja, Heuler da bei uns durch Zürich durch. Und man, das Erlebnis vollkommen vom Mund auf 100. Wir sind jetzt schon wieder am Trainieren. Schön intakt. Bewegung macht Freude. Freude haben wir gern. Und marschieren wieder im Einklang und Gleichtakt Richtung Mittelschulhalle. Jetzt ist wieder eine Gruppe, die Herrengästler. Herrengästler, es schläft vor Herrengästler, aber ich sehe nur Frauen. Ich weiß nicht, wo die Herren geblieben sind. Habt ihr die daheim eingesperrt? Habt ihr die alle daheim eingefroren? Für was haben wir einen Kühlschrank? Also die Herrengästler mit lauter Frauen. Herrengästler bei uns da, eine tolle Gruppe. Wir wissen, die Herren gehen. Von der Dommer Einrichtung Kindergarten. Herr Gessler, eine farbenfrohe Gruppe. Da sind Herr Gessler dabei, die kommt mit dem Blutenschein. Mit der Marianne und Dritter und Waldrau. Alle sind mit dabei, die Herr Gessler. Oh, die, die von der Herrengast schon lange weg sind, finden wieder heim. Heimweh ist einfach da. Es sind Herr Gessler bei uns aus Zürich. Als tolle Gruppe, 50 Jahre Gräsestinker. Eine Herrengästergruppe, die nur aus Frauen besteht. Ist natürlich eine tolle Sache. Schön, dass ihr da seid. Dann müssen wir die Straße umtaufen als Frauenstraße. Oder wissen wir nicht, was da noch alles geht. Ja, Herrengästerfrauen sind vorbei. Tolle Gruppe. Jetzt kommt wieder eine Gruppe. Mein Gott, da bin ich ja froh, dass sie da sind. Funkenzupf von Bings, Radie und Stalier. Muss denken, die können hier nicht einmal einen Chile Fandenumzug machen. Denen haben wir Brug abgebrochen da drin. Stalierer ist ein Knotstandsgebiet. Also, der Faschings Funkenzupf Bings, Radie und Stalier. Biggie, 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 Biggie. Biggie, Biggie, weh! Der Zupfmeister ist der Johannes Luger. Und wie ihr seht, sie sind getrennt worden, weil die S16 wichtiger ist, als wie die Verbindung von Bings auf Stalier. Traurig aber wahr. Aber dafür kriegen sie eine dreispurige Straße. Bis, dass man schneller auf Bings und auf Stalier reinkommt. Oder? Gut so. Schön, dass ihr da seid. Biggie, Biggie, weh! Biggie, Biggie, weh! Jetzt natürlich wieder ein paar bekannte Gesichter. Luther, hübsche Frauen. Ganz bekannte Gesichter. Die sind schon öfter da gewesen. Die Gantierer Hexer. Die hat dann immer schauen, dass die Zürichstraße sauber blieben. Die Gantierer Hexer. Schön sauber, Mann. Die hat man nicht denken, dass es im Mund davon so viele schöne Weiber gibt. Gantierer Hexer. Bei uns da
wir da sind. Gantierl, Hexer, Hexerböser ho! Hexerböser ho! Hexerböser ho! Also, die Gantierl kann man brauchen, wenn ihr daheim auch so super machen wie wir da. Den Ohren muss der Bürgermeister im Mund davon. Nehmen wir mal jeden Abend, wenn wir nach Fetzen durchs Dorf kommen. Also, die Gantierl, Hexer, super machen und machen das König. Da kommt schon die nächste Gruppe, ja, mit der Nummer 41, des Faschingskomitee Klushundzunft Klaus. Da sind sie wieder, die Klushundzunft Klaus. Auch wieder mit dem Poppenwagen dabei. Für Nachwuchs ist gesorgt. Das ist immer gut, wenn die nächste Generation schon mitgeht. Die besten Narren sind die, wo der Vater und Mutter auch Narren sind, oder? Das passt so und das wird auch in Klaus so sein. Die Klushundzunft Klaus. Wow, wow, miau! Wow, wow, miau! Wow, wow, miau! Die Klusen zum Klaus als Waldläufer! Das ist schon schön, dass wir da sind! Klaus, die Waldläufer! Und jetzt ist es wieder eine lautstarke Gruppe! Die Klosterkanner und Rutschi Winker! Klosterkanner, Rutschi Winker! Wo werden sie hergekommen? Vom Klostertal natürlich! Winker, Winker, Rutsch, Rutsch, Rutsch! Jeder, der oben im Kopf hat, der sieht, das Motto ist 1001 Nacht! Da sieht man schon, der Klostertal sind 1000 Jahre alt! Am letzten Samstag hat er schon hier einen großen Umzug gehabt. Es sind zwar große Bedingungen gesehen, aber die Henker-Party, die ist genial. Die Rutsche Henker vom Klostertal, wie man sie jetzt ausblühen hat, mit dem fliegenden Pippi. Also, da kann man etwas lernen von den Klostertalern. Rutsche Henker aus einem Klostertal. Lautstark und machen des Bestens, was im Klostertal Diener alles möglich ist. Bewegung Oberkörper auf, ab, wie in 1001 Nacht, in und aus, auf und dahin. Jetzt, wo kommt die nächste Gruppe? Die Unverzünftigen. Das sind die Unverzünftigen. Duri, Duri, nein, nein, das sind ja die Wahl. Bau, Leilei! Mu! Jetzt haben wir Mu-Leilei! Weißt du? Mu-Leilei! Mu-Leilei! Wo kommt er denn her? Die Faller! Wo blutet's? Ja, das ist gut! Mu-Leilei! Das klingt zwar ein bisschen kantnerisch, Leilei, oder? Aber es sind natürlich lauter tolle Mu-Leilei! Also Mu hab ich gehört, so in dem Fall! Wo blutet's? Oh, Gott! Der Oberbier, der Wikinger, oder? Mulelei von Blutetz! Bei uns da in Zürich, die kann man machen. Das sind natürlich in dem Fall Wikinger, das sind keine Hörner. Mulelei, die Falahala! Was wäre das? Falahala! Oder? Ja, ja, wenn ich da mal richtig lese. Mulelei! Blutetz kommt da auch zu uns auf Zürich. Alle in einem tollen, schönen Kostüm. Wer nicht weiß, es können Wikinger sein. Und es wird auch weiter so gehen wie alle anderen Umzüge. Blutet, nützt ihr das Pfingst. Überall, wo es möglich ist, sieht man Wikinger. Mulelei! Mulelei! So. Jetzt kommen noch ein paar ganz brave. Gibt's Nara? Sind wir da richtig? Jawohl! Duri, Duri! Duri, Duri! Duri, Duri! Eben so Schloss Nara, in dem Fall von Hohenems. Die haben in dem Fall auch ein Schloss daheim, oder? Schön, dass ihr da sind. Von Hohenems auf Thüringhofen. Ist eine grossartige Sache. Auf der anderen Seite geht wieder ein Türger auf Hohenems ein. Ich glaube, der hat dort unheimlich übernachtet. Das ist ja eben, gell?
Der hat extra E-Auto her, dass er ganz ruhig auf Hohenems kommt. Ich glaube, das ist unser Bürgermeister. Der kommt auf Hohenems Sache, gell? Hat er irgendeine blonde Frau kennengelernt? Ja, ja, eben. Ist da Hohenems in der Politik, gell? Oder, gell? Ja, ja, eben. Ja, da geht's schon wieder weiter. Hunker zum Klösterle! Bonapiker, Bonapiker! Oh, Bonapiker, Bonapiker! Oh! Wenn ich denke, die Bonapiker gestern da im Radio und heute schon wieder da. Das ist verwegen. Die Bonapiker, die sind eben auf den Sack. Da sind wir Klösterle. Was es ausmacht, sind sie Passionsspiele haben. Haben sie einen Globa und mit dem Globa kommst du durch das ganze Land. Also der Klostertaler, Klöster, sieht man, Klösterle. Bonapiker, Bonapiker, ho! Bonapiker, Bonapiker, ho! Schön, dass ihr da seid. Klösterle für uns da im Umzug. Die nächste Gruppe, die Fasching Ulnis. Fasching Ulnis, eine private Gruppe. Und die, die Harry Potter nicht kennen, jetzt wissen sie, wie der Harry Potter auslagert. Die Harry Potter Gruppe, Fasching Ulnis, auch wieder eine private Gruppe, bei uns da Zürich dabei. Wir wollen auf, viele Schwarze haben wir. Ich glaube, die Schwarzen haben Angst, dass sie nicht mehr so viel sind. Drum, die Faschingsgruppe Ulnis im Thema, mit dem Thema Harry Potter. Die nächste muss man nicht vorstellen, die sieht jeder Depp. Die sind die Obdorfer Nana mit dem Thema Die Schlümpfe. Was da jeder? Die Schlümpfe. Der Fritz Martin ist der Chef. Obdorf Nana. Ich weiß nicht, wo das Obdorf ist. Auf jeden Fall sind sie bei uns da, die Obdorf Nara, die Schlümpfe, bei uns da in Zürich. Die Schlümpfe waren hier Weg Ahe zur Hauptschulhalle. Und die Schlümpfe sind natürlich gern gesehene Gäste. Bei uns da, nicht in Schlumpfhausen, sondern bei uns da in Thüringen. Da machen sie den Schlümpfen ganze Ehre. Und sind da und machen das gut. Vorsicht, die nächste Gruppe. Die Flaschenkinder. Vorsicht, die nächste Gruppe sind die Flaschenkinder. Das könnte eine Gruppe sein vom Campus Bludesch. Weil die Flaschenkinder, die sind von den Flaschen hier weggekommen und sind immer noch Kinder. Aber man sieht, sie sind einer Kultur unterworfen, der Bierkultur. Das sind Fraschner, das sind die Flaschenkinder. Die Obfrau ist die Nadja Dünzer. Wie ihr seht, den Aufzug vom Bludeschen Campus. Flaschenkinder, bei uns da Bierkultur mit den Fraschner. Und wenn die so weiter drehen, wird denen schlecht, bevor sie drinnen sind. Aber wenn er schlecht wird, dann ist es wahrscheinlich nicht vom Dreier, sondern vom Bier. Hätten sie Vorarlberger getrunken, wären sie nicht schlecht geworden, oder? Bierkultur im Vorarlberger Oberland, Fraschtanzer und Vorarlberger natürlich. Die Flaschenkinder bei uns da Zürich, dann kommt da noch eine Gruppe. Und das ist eine ganz originelle Gruppe. Die, die es noch nicht sehen, das ist Angie's Polterabend. Der Narrenruf. Angie's Polterabend. I'm a Barbie Girl in the Barbie World. Motto Barbie und Ken. Natürlich Polterabend. Ich weiß nicht, wer von denen da heiraten will. Also die Barbie-Truppe. I'm a Barbie Girl, Barbie World. Der Barbie und der Ken. Die sind da wieder dabei. Und natürlich, gell, bei einem Polterabend, da man auch heiraten. Und nach dem Heiraten darf man dann wieder tschakka, tschakka, tschakka. Das geht auch los. Und dann gibt es Barbinis oder Barbaren, wenn es ein Bub wird natürlich. Die Barbie-Truppe da bei uns in Thüringen. Danach geht es noch weiter. Die nächste Gruppe ist das Team B. Krota, Krota.
Quack, Quack, Quack. Das Team B müssten da kommen, oder? Krota, Krota, Quack, Quack, Quack. Also, Krota, Krota. Quack, Quack, Quack. Hier ist da die Krota. Wo sind sie her? Streampunk. Eine originelle Gruppe, die einen ganz schön am Stück, die anderen wieder schwarz gekleidet, lauter Zahnräder im und auf dem Hut, im Getriebe. Da geht's weiter. Und jetzt der Lutz verrückt, der Krüppel ist schon vorausgegangen. Gell? Die haben den, sind voraus, der Martin Weinzierl, die gerüchte Kühe. Gell? Da vorne die gerüchte Kühe, die mit dem Gummiwagen, die gerüchte Kühe brodelt. In allen Farben, die gehen auch durch Zürich. Und die letzte Gruppe, die sind die noch nicht für mehr. Die letzte Gruppe sind noch die Hauptschüler. Das sind die, die jetzt kommen. Das sind die, was weiß ich, Alpnarren oder Buren oder was weiß ich.